Liebe Zuhörer, mein Name ist Waldemar Ilk von der Gemeinde Gottes Heilbronn, Darmstraße 55. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das vielleicht auch viele von uns interessiert. Der natürliche und der geistliche Mensch. In 1. Korinther 2,14 steht es: Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Und der nächste Vers: Der Geistliche aber richtet alles. Wow! Wir sehen, der Natürliche, der ist nicht von Gott bestimmt, so wie es hier zu lesen ist, kein bekehrter Mensch und der auch keine Hoffnung hat. Also bei ihm geht alles Mensch. Jetzt lesen wir einfach, was Apostel Paulus weiter im 12. und 13. Vers über den geistlichen Mensch sagt. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Wir sehen, da ist richtig so ein Strich durchgezogen, der natürliche und der geistliche. Und ich möchte noch hier betonen, der geistliche hier, wir sehen, der ist bekehrt, der ist wiedergeboren, der hat den Heiligen Geist, der ist im geistlichen Wachstum vorhanden und er ist bestimmt durch den Heiligen Geist. Wenn man es so ganz genau nochmal betrachtet, für einen geistlichen Mensch ist das Wichtigste im Leben die Verbindung zu Gott. Für einen Natürlichen ist das Wichtigste im Leben das, was er sieht, das Natürliche, die natürlichen Dinge. Beim geistlichen Menschen kann Gott in alle Bereiche seines Lebens reinreden. Beim natürlichen Menschen, er hat kein Interesse, dass Gott ihm in seine Dinge reinredet. Er entscheidet alles über diese Weisheit, die er bekommen hat im Laufe des Lebens. Es kann ein sehr guter und ein moralischer Mensch sein, aber er braucht nicht diese Weisheit Gottes. Der innere Frieden ist bei einem geistlichen Menschen durch Gott bestimmt. Bei einem natürlichen Menschen ist der Frieden bestimmt durch die natürlichen Dinge, durch den Erfolg, die Gesundheit, durch alles so Natürliche, was der Mensch hat, was er sieht. Das Ziel eines geistlichen Menschen ist, die Verbindung zu Gott bewahren. Für einen natürlichen Mensch ist das Ziel, Erfolg in natürlichen Dingen zu haben. Ergebnis, gerade an Ergebnissen kann man es vielleicht noch besser sehen. Wie ist ein Mensch? Wie bist du? Wie bin ich? Wenn Dinge misslingen bei einem geistlichen Menschen, er behält doch den Frieden Gottes im Herzen. Es ist anders bei einem natürlichen Menschen. Er verliert den Frieden, wenn es misslingt, wenn etwas Schweres kommt im Leben, er ist dann, verliert einfach sein Fundament. Und noch ein Merkmal bei einem geistlichen Menschen: Die Schwierigkeiten bringen solch einen Menschen näher zu Gott. Bei einem natürlichen Menschen führen die Schwierigkeiten ihn oft in eine Sackgasse. Und das Interessante ist, unser Ziel als geistliche Menschen ist ja, dass wir auch diese Verbindung zu Gott bewahren, dass wir einfach mit ihm unsere guten Tage und auch schlechte Tage erleben und den Frieden Gottes im Herz auch bewahren. Ich möchte auch hier an dieser Stelle jeden, der sich findet als natürlicher Mensch und merkt, er hat keinen Frieden mit Gott. Er ist bestimmt nur über die natürlichen Dinge und der Herr hat kaum was zu sagen. Er sagt kaum, weil Gott ist schon bei vielen Leuten auf der Zunge, aber nicht der Friede Gottes. Und da würde ich einfach sagen, dann sollte man suchen, der Herr. Also er ist nahe jedem und man sollte sein Herz öffnen und sagen, Herr, ziehe bei mir ein. Ich erkenne mich als Sünder. Und auch als natürlicher Mensch, der bis heute mit dir nichts zu tun hatte oder auch nichts wollte haben.
Jetzt will ich es, Herr. Vergib mir meine Sünden, mein Leben ohne dich und hilf mir, mit dir zu leben. Dein Name sei gepriesen. Amen.